Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich eine neue Feuersammlung für euch. Ja, Feuersammlung, alles klar. Feuerzeugsammlung. Und es ist, glaube ich, die krasseste Feuerzeugsammlung, die ich jemals vorgestellt habe. Ich habe schon wirklich sehr viele Feuerzeugsammlungen vorgestellt, schon wirklich sehr viele Feuerzeuge gesehen. Aber dieses Mal sind sehr viele mit dabei, die ich noch nie gesehen habe. Also was ganz Neues. Es sind antike, außergewöhnliche Feuerzeuge mit dabei, wie beispielsweise dieses Teil. Hier. Schaut euch das mal an. Der Adler erlegt hier sozusagen den Löwen. Aber es sind auch lustige Feuerzeuge dabei, wie beispielsweise dieser Reiskocher hier. Kann man hier so anmachen und dann leuchtet der auch vorne noch. Habe ich so in der Art auch noch nie gesehen. Auch was ganz, ganz Besonderes. Da die Feuerzeuge schon teilweise sehr alt und gebraucht sind, funktioniert das eine oder andere nicht. Aber in diesem Sinne würde ich mal sagen, wir legen los. Ach ja, 36 Stück sind es. Und sind echt interessante Feuerzeuge, aber seht ihr gleich. Und 36 Stück sind es, das sind wirklich sehr viele. Also hier, wie gesagt, dieser Reiskocher und dann hier dieses andere Teil. Könnte noch sein, dass die Augen hier irgendwann mal geleuchtet haben, aber könnte auch sein, dass die niemals geleuchtet haben. Dann haben wir hier als nächstes so ein Pferd. Diese ganzen antiken Feuerzeuge, die funktionieren leider nicht. Das hier kann man beispielsweise noch Batterien reinstecken, habe ich versucht, aber gibt keinen Ton von sich. Das hier ist ein springendes Pferd. Dann habe ich hier noch so ein anderes Pferd. Das ist ein galoppierendes Pferd. Und hier funktioniert leider nicht mal mehr dieser Mechanismus. Das macht gar nichts mehr. Das ist auch wirklich sehr, sehr traurig. Naja, weiter geht's. Wir haben hier als nächstes eine Frucht. Sieht aus, als wenn das Weintrauben sein sollen. Und das Ding geht, glaube ich, sogar. Oh nee, das Ding geht leider auch nicht. Dann haben wir hier eine Kappe. Das habe ich auch noch nie gesehen, so in der Art. Das funktioniert aber. Oh, schöne große Flamme. Das gefällt mir. Weiter geht's mit einem Hahn. Auch sehr, sehr schick. Das Ganze haben wir nochmal in ähnlicher Form hier mit einem Reh. Und das hier ist fast ein Herz. Schaut euch das mal an. Sieht auch wirklich sehr, sehr elegant aus. Hier vorne ist sogar noch ein Vogel drauf. Auf beiden ist mir jetzt erst aufgefallen. Das bedeutet, die haben auch irgendwann mal geleuchtet, diese Vögel. Das Ding ist auch richtig cool. Der Schwanz, der ist hier so elastisch. Was ist das? Ist das ein Biber? Ja, könnt ihr mir mal gerne in den Kommentar schreiben. Vielleicht wisst ihr es besser. Ansonsten, Freunde, falls ihr noch mehr Feuerzeuge sehen wollt, lasst einfach einen Daumen hoch da. Dann weiß ich Bescheid. Ey, schaut euch dieses dicke Teil mal an. Ein richtiger Stier. Der sieht auch richtig, richtig böse aus. Ich habe auch probiert, die Feuerzeuge aufzufüllen, aber die sind halt so alt, schon undicht. Die Flamme würde hier bei dem Stier aus dem Kopf kommen, aber... Ja, man kann das Ding hier nicht mal mehr betätigen. Das ist schon so alt und einfach kaputt. Wirklich sehr, sehr schade. Hier haben wir ein klassisches Patronenfeuerzeug. Ich weiß gar nicht, wie das angeht, ey, wenn ich ehrlich bin. Ach, hier auf der anderen Seite kann ich ja noch lange rumfummeln, ne? Ja, normale Flamme. Ah, hier kann man drehen. Wird die Flamme dann stärker? Testen wir das Ganze mal. Ne, da passiert gar nichts. Also auch schon wirklich so alt und verbraucht. Hier haben wir ein schönes Blättchen. Brennt auch noch. Dann als nächstes ein Delfin. Den Delfin, den finde ich auch richtig cool. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie erinnert er mich an eine Knarre. Wenn ich das hier so in die Hand nehme, habe ich so das Gefühl, ich habe so eine Knarre in der Hand. Hier hinten einfach dieses Teil, was man so nach hinten klicken kann und dann bam, 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 bam. Ja, ich weiß, ich habe viel Fantasie. Hier müsste man eigentlich draufdrücken, um den anzumachen. Aber leider geht er auch nicht mehr an. Würde dann hier vorne rauskommen. Also so, als wenn der Delfin sein Wasser hier rausspritzen würde. Die haben ja auch so ein Loch in der Stirn. Da können die richtig schön das Wasser rausspritzen. Dann habe ich hier eine coole Säge. Ich glaube, mit dieser Säge könnte man sogar etwas sägen. Also zwar nichts Großes oder so, aber ich glaube, man könnte tatsächlich was mit der sägen. Ja, die ist auch schon ein bisschen verbogen, ein bisschen älter, um die anzumachen. Muss man gar nichts tun, weil die nicht mehr angeht. Auch wirklich sehr schade, aber eine Säge habe ich so in der Form auch noch nie gesehen. Weiter geht's. Hier haben wir auch ein sehr altes Feuerzeug und zwar einfach so einen alten Wecker. Das Feuerzeug ist einfach so alt, dass sich schon angefangen hat, hier oben Rost zu bilden. Verdammte Axt, ey, das ist uralt. Funktioniert das Ding noch? Und es funktioniert noch. Das ist krass, ey. Also manchmal hat man Glück, da funktioniert das noch, was ich hier ein bisschen schade finde, ne? Wenn man das so hält und in die falsche Richtung, das Eisen hier, ey, das wird doch glühend heiß und dann kann man sich schon mal den Finger verbrennen. Das ist auf jeden Fall nicht so schön. Ansonsten ein paar Verzierungen drauf, gefällt mir.
Schönes Feuerzeug, wenn das noch ein Wecker wäre, also 2 in 1, wäre das noch krasser. Hier haben wir eine Aubergine. Ey, Aubergine, ich hasse Aubergine, es schmeckt so ekelhaft. Oh, die Flamme ist aber sehr groß. Schmeckt euch Aubergine? Schreibt mir das aber bitte in die Kommentare. Aber immer wenn es das früher zu essen gab, konnte ich überhaupt nicht leiden. Also bis heute habe ich an Aubergine keinen Gefallen dran gefunden. Verstehe ich irgendwie nicht, wie man das essen kann. Also wirklich sehr komisch. Dieses Feuerzeug erinnert mich ein bisschen an SpongeBob, weil es halt eine schöne Ananas hier. Und das Ding funktioniert auch noch, brennt auch noch. Und kann man sich auch einen Schlüssel hängen oder so. Gleichzeitig ein richtig schöner Schlüsselanhänger. Also das Ding gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich hier als nächstes einen königlichen Schuh. Bestimmt hat dieser Schuh mal eine Königin gehört. Der ist wirklich sehr majestätisch, sehr schön. Leider funktioniert er auch nicht mehr. Ey, dieser Schuh, guck mal, ist auch wie so eine Knarre. Einfach so, bam. Ey, Mann, ey, wieso habe ich das Gefühl, ich habe hier die ganze Zeit Knarren in der Hand und keine Feuerzeuge? Könnt ihr mir das verraten, ey? Hier haben wir eine Kamera. Kameras hatte ich schon das eine oder andere Mal als Feuerzeuge. Aber diese Kamera brennt noch. Das Ding geht auf jeden Fall noch. Und die ist auch richtig geil. Also so eine detaillierte Kamera hatte ich noch nicht. Ist ein schönes Feuerzeug, wirklich sehr, sehr schönes Feuerzeug. Hier haben wir nochmal einen Delfin. Diesen kann man benutzen, indem man hier drauf drückt. Hier kann man auch irgendwas reintun. Ich weiß nicht, für was dieses Loch ist. Vielleicht weiß ja der ein oder andere von euch. Ansonsten kommt hier das Feuer, sollte es auch da rauskommen, wie so das Wasser eben. Weiter geht's. Hier haben wir noch eine kleine Pfeife. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass sie noch funktioniert, aber sie funktioniert noch. Da bin ich ja überrascht. Die kann man sich ja irgendwo noch so dranhängen. Da kann man so einen Schnur durchmachen, wie ihr hier sehen könnt. Pfeife hatten wir schon das eine oder andere Mal, aber diese hier noch nicht. Schaut euch das mal an. Ist das ein Bierfass? Ey, geil. Ist voll der hochwertige Anhänger. Das ist ein Bierfass, ne? Ah, ich wollte gerade sagen, wie geht das Teil an? Aber muss man hier aufklappen und... Ah, schade, es funktioniert nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Sturmfeuerzeug war. Also ein Bierfass hatte ich auch noch nicht. Richtig, richtig geil. Aber ich muss sagen, es ist schwer anzumachen, dadurch, dass es so klein ist und man muss hier ganz schön fest drücken. Aber im Großen und Ganzen sehr kreativ. Genauso kreativ wie hier das nächste Feuerzeug. Und zwar Erdnuss. Eine gute alte Erdnuss. Und die gute alte Erdnuss, die brennt sogar noch. Hey Mann, das war doch bestimmt mal so ein Set, oder? Was meint ihr? So, ich habe mir die ganze Zeit irgendwelche Knarren vorgestellt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns mal eine Knarre anschauen. Und hier? Was ist das? Ein Revolver ist das, oder? Funktioniert leider auch nicht mehr. Da passiert nichts mehr. Wirklich sehr schade. Aber so eine Knarre als Feuerzeug habe ich auch noch nicht gesehen. Wir haben schon mal so einen Hammer gehabt, aber hier so ein Rechen oder... Was ist das? Ist das ein Rechen? Irgend so eine Mistgabel oder sowas. Hatten wir noch nicht, aber die gehört zu dem Hammer dazu auf jeden Fall. Schaut euch das mal an. Wir hatten schon das eine oder andere so ein Zigarettenfeuerzeug, die haben aber niemals funktioniert. Das hier ist das eine Zigarette oder eher eine Zigarre oder ein Zigarello. Zigarello gibt es ja auch noch, aber schaut euch das mal an. Es hat vorhin noch gebrannt, ich sag's euch. Nein! Es hat vorhin doch noch gebrannt. Wieso willst du nicht mehr brennen? Feuerzeug, bitte lass mich nicht im Stich. Naja, es brennt nicht mehr, wirklich sehr schade. Oh, ich weiß auch nicht, wie das aufgeht. Ach so, Gas kommt da rein. Ich dachte, das ist wie so ein Zippo. Aber nein, ist nicht. Oh, es brennt. Schaut euch das an. Ich hab's hinbekommen. Ein bisschen Gas ist noch drin. Die Flamme ist zwar nicht groß, aber man könnte trotzdem etwas damit anzünden. Okay, als nächstes haben wir einen Zigarettenanzünder. Aber dieser Zigarettenanzünder... Oh, Alter. Der macht auf jeden Fall coole Party hier. Wie ihr gerade sehen konntet. Also dieser Zigarettenanzünder ist kein Autozigarettenanzünder, sondern einfach ein Feuerzeug. Auch wirklich sehr kreativ. Richtig cooles Teil. Dann haben wir hier nochmal eine Erdbeere. Oh, ich liebe Erdbeeren. Erdbeeren sind so lecker. Und jawohl, die Erdbeere ist so, dass ich mich einfach selbst schocke. Ja, ich kriege einfach einen Elektroschock. Und Feuer kommt dann nicht raus. Aber Erdbeere habe ich auch noch nie gesehen. Dazu habe ich hier auch noch... Mann, was ist hier los? Den Partner, und zwar eine Melone. Ja, die Erdbeere ist größer als die Melone. Jawohl. Oh, aber Melone brennt. Wie eine ganz große Melone. Wirklich sehr, sehr schön. Hier haben wir nochmal so ein edles Pferd. Erinnert mich irgendwie an so einen Pokal. Ja gut, ist irgendwie aus China oder so. Pferd brennt auch nicht mehr. Wofür das dieses Ding da ist? Man kann ein bisschen dran drehen.
Vielleicht konnte man dadurch das Feuerzeug ein bisschen einstellen, als es noch funktioniert hat. Hier haben wir auch einen sehr schönen Anhänger. Ein Panzer gefällt mir auch besonders gut. Ja, normalerweise würde die Flamme hier vorne rauskommen und ich glaube, das Feuerzeug sollte man hier betätigen, aber das Ding ist so eingerostet. Das funktioniert nicht mehr. Ach nee, hier. Zack. Okay, jetzt ist leer. Und es ist sogar noch kaputt gegangen. Schaut euch das an. Ach nee, doch nicht. Aber es ist leer. Ah, ich dachte, man muss eigentlich hier anmachen. Aber nein, nein, hier. Hat sogar noch funktioniert. Krass. Hier haben wir nochmal eine Brille. In der Form auch noch nicht gesehen. Oh, brennt auch wirklich sehr, sehr schön. Nicht schlecht. Hier haben wir nochmal einen Föhn oder sowas. Oder einen Akkuschrauber. Keine Ahnung. Der geht leider auch nicht mehr an. Habe ich so auch noch nie gesehen. Richtig schönes Teil. Hier haben wir nochmal ein Auto. Das Auto ist aber ganz schön... Hä, für eine Person ist das nur ein Personenauto oder was? Ich muss niesen. Vielen Dank an dieser Stelle an jeden, der Gesundheit in die Kommentare schreibt. Vielen, vielen Dank. Hier haben wir nochmal eine schöne Paprika. Paprika esse ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Und hier haben wir nochmal ein Schiffsrad, so ein Schiffslenkrad, ne? Weiß nicht, wie man das genau nennt. Funktioniert leider auch nicht mehr. Aber im Großen und Ganzen eine wirklich sehr, sehr schöne Feuerzeugsammlung. Sehr außergewöhnliche, besondere Feuerzeug. Ich hab's euch gesagt, Freunde. Falls ihr keine Feuerzeugsammlung mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal Johnny Hunt und aktiviert die Glocke. In diesem Sinne würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Feuerzeugsammlung genauso gut wie mir gefallen. Oh, ein schöner Panzer. Wir sehen uns. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt. Ciao.